Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und wir sind heute in Woodlife. Das Ganze ist ja ein Stream-Projekt, aber wir dürfen jede Woche ein Update-Video machen. Und das mache ich heute an einem Montag. Und ihr seht schon, ich habe einiges getan. So lange spiele ich das wirklich noch gar nicht. Und oh, mit den Shadern kommt die Sonne raus. Mega schön. So, aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Hier zeige ich euch einfach mal meinen asiatischen Garten oder eher Anbau. Ich habe das hier ein bisschen auf Asia-Style gemacht, hier mit diesen Laternen, mit dem Baum und habe mir dann hier schöne Gurken angelegt, neben den Tomaten natürlich. Zack, machen wir es wieder zu. Hier auf der Seite haben wir dann schön Kopfsalat mit Weizen. So, das nehmen wir dann auch mal alles mit. Dann können wir gleich die Tiere direkt füttern und vielleicht auch noch was Essbares craften. Bei den Gemüse und so gibt es nur einen 16er Stack. Da gibt es halt nicht diesen 64, gibt es halt nichts 64er Stack, sondern da hat man einen Stack von 16. 16, ja, 16. Und auf der anderen Seite. Oh Gott, ich muss gleich was essen, sonst bin ich nachher Game Over. Denn in diesem Modpack hast du extrem krassen Hunger. Hier haben wir dann Cantaloupe. Cantaloupe müssten eigentlich. Das sind Honigmelonen. Also so Cantaloupe-Melonen solltet ihr alle kennen aus dem Supermarkt. Und hier Strawberries, das sind natürlich unsere leckeren Erdbeeren. Und diesen Modpack kann man richtig viel craften. Also das ist richtig krass. Einige andere weiß das natürlich. Der guckt natürlich Gronkh. So, jetzt kommen wir aber zu dem hier. Ihr denkt jetzt alle, Peter, das haben wir von dir erwartet, das ist dein Haus. Nein, das ist nicht mein Haus. Mein Haus ist noch gar nicht fertig, also noch nicht mal angefangen. Das kommt nämlich da hinten auf diesem Berg. Hier, das ist quasi meine Scheune, von hier kann ich alles begutachten. Und ich würde sagen, lasst uns mal einen Blick reinwerfen. So, immer schön rein in die gute Stube. Hier seht ihr, da habe ich mir Kisten hingepackt. Hier einmal hier mit Essen. Hier mit den Gemüse-Seeds quasi und so. Und hier so Obst-Seeds. So, dann habe ich hier einen Ofen. Alles klar. So, dann hier eine Kiste mit Baumaterial. Im Baumaterial habe ich dann so Blöcke und sowas reingetan. Alles, was man halt zum Bauen braucht. Und nee, das kommt hier nicht rein. Die Sachen hole ich mir wieder raus. Ich sollte erstmal was essen. Schaut mal, man kann sich hier so Beef Jerky machen. Und so Footlong. Und natürlich auch Getränke. Strawberry Juice, Carrot Juice. Das habe ich mir alles schon gemacht. Und es gibt natürlich richtig viel, wenn man hier zum Beispiel mal eingibt Sandwich, dann schaut euch das mal an. Fisch Sandwich, Apple Jelly Sandwich, also es gibt sämtlichen Kram einfach und das ist extrem geil, dieses Modpack. So, jetzt essen wir das erstmal und haut euch das mal weg, wie viel Essen das gibt einfach. Oh, so, dann packen wir uns das Weizen mal hin. Hier, ich habe hier mehrere Gates gemacht, also hier einmal zu den Hühnern, zu den Schweinen und zu den Kühen. Und hab mir dann hier einen Tisch gecraftet. Das soll quasi so symbolisieren, ey, hier ist so mein Arbeitstisch. Hier wird dann halt richtig angepackt. Und kann ich hier rausgucken. Lololo, oh, alles cool. Und dann kann ich mir das so wegnehmen. Und wenn ich dann wieder sage, okay, die Schüssel hier hin, die brauche ich nicht mehr zum Arbeiten. Ist, wie ich finde, eine ganz lustige Geschichte. Aber jetzt füttern wir erstmal unsere guten Tiere. Vermehrt euch, ich brauche Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Und hier auf die Seite, was ist denn hier passiert? Hier auf die Seite, da habe ich mir dann diese Laternen gepackt, denn die finde ich viel cooler. Und dann kann ich noch eins sagen, ich habe dieses Haus nachhaltig gebaut, also diesen Shoppen hier. Einmal aus Holz und das Dach, das ist aus Glas, so dass ich hier drin kein Licht brauche. Das bedeutet, jedes Mal, wenn die Sonne hier scheint, fällt Licht rein und sonst reicht das so vom Licht, was draußen an Fackeln und so vorhanden ist. Schaut euch das mal an. Könnt ihr das gerne mal vom Weiten zeigen. Da habe ich diese Glaskuppeln gebaut und dann trotzdem noch da Holz innen drin. Habe ich noch Seeds? Noch 3 Seeds habe ich. Dann füttere ich auch direkt die guten Hühner. Wo haben wir denn? Habe ich die? Leute, habe ich die Seeds weggeworfen? Alles klar, Peter. Du bist ein Jimson. Einfach verschwunden so. Oh, und die Ho ist auch noch kaputt gegangen. In diesem Modpack kann man nur eine Eisenho craften. Sticks haben wir auch noch. Das passt perfekt. So.
Dann machen wir mal eben Seeds für die guten Tiere. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt können wir die guten Tiere auch mal füttern. Hallo, Kinder! Boah, die sind jetzt schon alle ausgewachsen. Krass. Das heißt, ihr könnt euch alle schön vermehren, damit ich noch mehr Fleisch für meine schöne Fleischproduktion. Die glitscht sich, die backen sich hier durch, Alter. Lol. Oh, wisst ihr was? Ich komm, der Peter kommt mal rein. Ja, okay, der Peter kommt mal rein. Komm, schnell, komm. Ja, kommt! Also Hunde in dem Modpack, das wäre cool. Geht ihr wieder rein! Christophorus Tyson! Geh rein! Ab hier! Toll, diese Mistviecher. Ja, jetzt seid ihr wieder geil hier auf Seeds, ne? Ja, auf Körner, die wollt ihr haben. Und so, komm schnell rein. Haha. Das habt ihr nun davon. Hier, einen fütter ich noch. Da, zack. Ich habe die Schweine vergessen. Die bekommen natürlich auch was. Da muss ich einmal zu meinen Karotten gehen. Die sind nämlich hier vorne. Zack, 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 zack. Ah, da freuen sich die kleinen Edgars. Die werden sich freuen. Kommt, hier kommt. Wie ich das die ganze Zeit essen will. Ja. Und dann kann man direkt die restlichen Sachen hier benutzen. Hier mit dem Juicer. Dann packt ihr hier daneben die Karotten. Und schon habt ihr leckeren Karottensaft. Der, wie ich finde, richtig gut ist. Oh, jetzt habe ich den hinten hingelegt. Okay. Auch nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, sieht man. Da lernt man auch wieder was. Hey. Warum verschwinden denn immer wieder Sachen in dem Slot? Ist reich an Karotin. Davon wäre ich richtig braun, Alter. Schaut mich mal an. Braun gebrannt. Und gut aussehend. Das ist Peterle. Yeah. Was ich also vorhabe das nächste Mal, und das werdet ihr alles im Stream sehen, und natürlich werde ich euch auf YouTube auf den Laufen halten, denn genau hier soll mein Haus sein. Ich weiß noch nicht genau, mit welchen Blöcken. Ich habe ein paar Sandstorm-Blöcke geschüttelt letztens. Da fand ich ein paar richtig geil von. Es gibt noch so viel zu entdecken und ich weiß wirklich noch nicht, wie ich mein Haus bauen soll. Und was auf jeden Fall kommen wird, ich bin ein bisschen weit weg von den anderen hier, weil ich das hier richtig geil fand, diese Location, weil ich habe echt alles. Ich habe da Sand, ich habe da hinten Wasser und hier der Baum des Lebens. Was ich bauen will, das könnt ihr hier sehen, wenn man nämlich jetzt hier unten eingibt, Sign. Dann seht ihr, das sind die ganz normalen Minecraft-Schilder und es gibt so richtig krasse Schilder. Die erinnern mich immer sehr an amerikanische Autobahnschilder. Die möchte ich bauen und ich möchte zu den anderen quasi eine imaginäre Autobahn bauen. Ja, dann das wird richtig geil. Vielleicht auch mit Minecarts, die dann direkt mit Redstone angetrieben sind. Wer weiß. Oder ich nehme einfach Pferde. Ich habe Pferde leider noch nicht hier entdecken können, ja. Denn da hinten, da wohnen dann die anderen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Das wird ein riesig krasses Projekt werden. Aber ich habe drauf Bock. Denn ich möchte einfach was richtig Geiles bauen. Aber erstmal Step by Step. Ich fange jetzt erstmal an, mein Haus zu bauen. Dann fange ich noch an, weitere Felder hier zu legen. Und dann muss ich das ganze Areal auch endlich mal einzäunen. Denn es gibt so viele Mobs am Baum des Lebens. Ist natürlich klar, Baum des Lebens, da existiert halt viel. Und diese Mobs fucken mich extrem ab. Und ja, das wird alles das nächste Mal im Stream passieren. Ich kann euch aber jetzt auch mal zeigen, was hier so in der Nähe ist. Also ich habe ja schon gesagt, da hinten ist es ja auch richtig viel Sand. Und dann habe ich hier vorne direkt mega viel Wasser. Also ist halt perfekt. Wenn ich mir eine Wasserquelle das nächste Mal anlege, dann mache ich auch direkt Bambus. Lasse ich da wachsen, dann mache ich mir ein Verzauberungstable. Das wird richtig, richtig geil. Und ihr seht immer diese Strahlen, das ist ein bisschen verbuggt, das sind sozusagen Grabsteine. Denn wenn man stirbt, das kennt ihr vielleicht bei Clash, dann gab es ja sogenannte Grabsteine. Das finde ich super, denn dann kann man sich daran orientieren, wo bin ich jetzt immer gestorben. Und dann gehe ich zu diesem Grabstein dann hin. Das kann ich alles looten, den kann ich auch abbauen. Und hier haben wir halt meine gute Wasserquelle. Richtig geil, oder? Ich habe das halt perfekt ausgesucht. Kann ich mich selber sehen? Nein, ich bin anscheinend ein Geist. Ja, Leute.
Also da wird einiges auf uns zukommen. Da wird sehr viel Arbeit drin gesteckt, Schweiß und Blut. Aber ich möchte, dass es richtig geil wird. Und das ist so mein erstes Projekt, wo ich wirklich baue. Und aber ich habe mich, was Minecraft-technisch so ist, da habe ich mich extrem gesteigert. Und ich habe einiges da gelernt und einiges jetzt mittlerweile auf dem Kasten. Und ich freue mich da einfach jetzt mitzumachen. Da sind auch natürlich noch andere YouTuber dabei, wie Zander, wie Petrit, wie Zinus, Balui, die habt ihr ja hier schon gesehen. Oh ja, Leute. Schaut mal bei den anderen vorbei. Oder wenn ihr Bock habt, schaut in der Woche so bei mir mal im Stream vorbei. Das ist meistens dienstags und mittwochs, wo ich dann streame. Vielleicht auch mal donnerstags. Liked einfach die Facebook-Seite. Liked mein Snapchat. Snapchat steht unten drin. Ich heiße Peters Welt. Liked Instagram. Da werdet ihr immer über Streams informiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und ja, das war's von diesem Update-Video. Minecraft Woodlife. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr das Video geschaut habt. Mein Name ist Peterle, ich bin braun gebrannt und gut aussehend. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschaußen.